Also ich bin Rainer Koch, ich arbeite in Nürnberg an der Technischen Hochschule als Ingenieur, mache dort meinen Doktor und bin 35 Jahre und laufe seitdem ich 9 bin. Zum Laufen bin ich über meine Eltern gekommen. Ich habe mit denen angefangen bei den Volkswanderungen, IVV-Wanderungen, mit 9 die Marathons zu wandern und bin dann Stück für Stück über Freunde zum Laufen gekommen, die mich dann halt mitgenommen haben und irgendwann bin ich die komplette Strecke dort gejoggt. Ja, und irgendwann habe ich dann angefangen mit Wettkämpfen und ja, bin dann immer zu längeren Strecken gekommen. Also die Ultras fangen ja an nach Marathon, das heißt alles, was länger ist wie 42 Kilometer, zählt als Ultra. Ich habe bei den Wanderungen gibt es eben auch schon 50 Kilometer Strecken, was ja schon als Ultra zählt. Wettkampfmäßig habe ich dann mit 18 meinen ersten Ultra gemacht und auch meinen ersten Wettkampf. Also zu meinen größten Erfolgen bis jetzt zählen Transeuropa, Transamerika, noch einige andere Länderdurchquerungen und Spartathlon, den ich mit 20 schon gemacht habe. Also Transeuropa und Transamerika sind zwei Kontinentaldurchquerungen, die gehen über ca. 64 Tage. Transamerika ist von Los Angeles nach New York, ist auch der älteste Transkontinentallauf, den es gibt. Der wurde das erste Mal 1944 durchgeführt und sind 3200 Meilen, was ungefähr 5000 Kilometer sind und das sind 70 Tage. 70 Tage heißt im Durchschnitt ungefähr 74 Kilometer. Ich hatte bei dem Lauf das Glück, auch wieder als Gewinner hervorzugehen und bin dadurch auch der Einzige, der zwei Kontinentalläufe gewonnen hat. Ich bin 2011 den Transamerika gelaufen, das war mein zweiter Transkontinentallauf, den ich auch wieder gewonnen hatte und damit auch der Einzige bin, der zwei Kontinentalläufe bis jetzt gewonnen hat. Meinen ersten 100-Kilometer-Lauf hatte ich mit 16 gemacht, auch bei den IVV-Wanderungen. Damals habe ich eine Läuferin aus Würzburg kennengelernt und die hatte mir dann auf den letzten paar Kilometern ein bisschen über die Sachen erzählt, die sie so macht und eben auch den Transamerika da erwähnt. Und ja, wie man so ist im jungen Alter, war das eigentlich für mich dann gleich der Punkt zu sagen, den willst du auch irgendwann machen. Und das war eigentlich die Geburtsstunde, wenn man sagen will, dass ich auf die ganz langen, auf die Mehrtagesläufe aus war und dann auch versucht habe, irgendwann den zu machen. In dem Alter war es leider noch nicht möglich, auch wenn es einen gab, weil die Kosten eigentlich zu hoch sind. Und da konnte ich es mir noch nicht leisten, beziehungsweise später hatte ich mit Studium und so weiter Probleme, dass ich es mir zeitlich einteilen konnte. Ja, und 2011 hat es dann geklappt. Also an die großen Distanzen habe ich mich eigentlich eher aus Langeweile rangetastet. Ich bin damals mit meinen Eltern noch gewandert, bin dann zum Joggen übergekommen und nachdem die ja mit meinen Schwestern die Marathons gewandert sind, hatten die so 7-8 Stunden gebraucht. Ich war dann später nach 4 Stunden fertig und dann 3 Stunden zu warten war mir zu blöd. Also habe ich angefangen noch eine zweite 20er zu laufen beziehungsweise später noch einen weiteren Marathon. Wir waren immer 2 Tage unterwegs, von daher hatte man am Wochenende Samstag und Sonntag die langen Distanzen. Und dann bin ich den ersten Mehrtageslauf beim Spreelauf gelaufen und bin so eben dann Stück für Stück zu diesen ganz langen Etappen gekommen. Also während des Transamerika-Laufs hatte ich eigentlich eine sehr gute Zeit, auch beim Transeuropa, hatte eigentlich nie irgendwie große Probleme. Transamerika hatte ich mal einen Tag, wo ich ein bisschen mit Magen Probleme hatte, aber ja, das sind so mal einen schlechten Tag gehabt, aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, ich will aufhören oder habe da kein Bedürfnis mehr. Für mich ist das ein ziemlicher Genuss, mehr Tage zu laufen. Und da gibt es eigentlich dann auch keine Gründe zu sagen, ich kann nicht mehr, ich mache nicht mehr, ich habe die Nase voll, dafür hat man einfach zu viel investiert. Ja, ein bisschen zweideutiges Gefühl. Auf der einen Seite ist man natürlich froh, dass man fertig ist. Auf der anderen Seite ist es auch wieder schade, weil es ist so ein ja, eigenes kleines Leben, was man da führt. Man steht früh auf, man geht eine Runde laufen, man isst was, man trinkt was, macht noch ein bisschen Sightseeing, wenn man dazu in der Lage ist. Und es ist wie so ein abgeschlossenes, gekapseltes Leben, das dann natürlich aufhört, wenn man fertig ist. Und das ist natürlich dann auch schon irgendwo ein Loch, was nicht für jeden einfach ist, wenn man dann sich nicht neue Ziele setzen kann. Also Transamerika momentan eher nicht, weil Transamerika hat mich 20.000 Euro gekostet. Das Geld muss man erst einmal aufbringen. Und auch die Zeit, ich habe 3 Monate Urlaub mehr oder weniger gebraucht. Also es waren ja 70 Tage, dann braucht man noch ein paar Tage davor, danach. Und das Ganze zu investieren ist natürlich nicht gerade einfach.
Es gab immer in Transaustralien. Ich hoffe natürlich, dass es bald wieder einen gibt und der würde mich noch interessieren. Also das wäre dann der dritte Kontinent. Damit würde ich zu den wenigen gehören, die drei Kontinente durchquert haben im Wettkampf. Und das wäre eigentlich, oder ist mal nächstes Ziel. Also locker flockig hört sich vielleicht an, aber ist es sicher nicht. Das Problem bei solchen Mehrtagesläufen ist, man kann, denke ich, 20 gewonnen haben und nicht sicher sein, dass man den 21. überhaupt finisht, weil man muss so viel managen während des Laufens. Man muss aufpassen, dass man nicht zu schnell läuft. Man muss aufpassen, dass man den Energiehaushalt aufrechterhält. Man muss aufpassen, dass man sich nicht irgendwo vertritt, verletzt. Da kann so viel passieren. Und je länger der Lauf ist, umso schwieriger ist es auch, das Ganze vorherzusagen. Und das macht die Sache natürlich interessant. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Herausforderung, dass man wirklich da alles im Überblick behält, um da auch gut durchzukommen. Ja, und wie es immer so ist, ich kann mich auf 10 Kilometer genauso wie auf 100 Kilometer oder auf mehr Tage kaputt laufen. Also einfach eine Frage der Geschwindigkeit und wie man an der Sache rangeht. Die soll man sich immer bewusst sein. Klar versucht man sie auszureizen, man versucht irgendwo ranzugehen. Das ist irgendwo, ja, gehört so beim Sport dazu, gerade wenn man dann auch vorne mitlaufen will. Man muss aber gerade bei den Mehrtagesläufen eben aufpassen, dass man sich auf sich konzentriert, dass man eigentlich eher gegen sich läuft und nicht versucht, da auf irgendeine Platzierung oder was zu laufen. Da kann man dann so gegen Ende des Rennens mal schauen. Aber am Anfang muss man wirklich da sehr, ja, konzentriert sein, sehr diszipliniert sein, um da nicht zu überpacen. Direkt überschritten nicht. Also klar, bei einem 100 Kilometer Lauf, 50 Kilometer Lauf geht man schon mal so an die Grenze, dass man danach ziemlich platt ist. Ich hatte auch einmal in Amerika bei den 1300 Meilen, hatte ich dann nach 3 Tagen so mit Magenproblemen und das hat sich dann durchgezogen, dass es mich ziemlich viel Energie und Kraft gekostet hat. Aber jetzt, dass man sagen kann, man ist so über die Grenzen gegangen, dass man danach monatelang Probleme hatte, das zum Glück nicht. Ich denke, gerade mit den Transkontinentalläufen hat man natürlich schon eine absolute Spitze erreicht. Ist allerdings so, dass man natürlich versucht, noch einen weiteren Kontinent oder ein anderes Land zu sehen, kennenzulernen. Das sind schon neue Ziele, aber es ist natürlich schwierig, sowas wie Transeuropa, Transamerika zu toppen. Ich denke, es gibt über alle Sportarten, es gibt über jeden Vorurteile. Klar ist es natürlich eine für Außenstehende verrückte Sache, da tagelang so viel zu laufen und nicht nur ein Marathon, sondern mehrere Marathons im Prinzip am Tag oder ja, mehr als ein Marathon am Tag, aber ja, muss man mit leben. Also für mich ist das Training hauptsächlich am Wochenende, weil ich unter der Woche natürlich auch noch andere Hobbys, andere Interessen habe, meinen Beruf habe. Ansonsten habe ich natürlich an der Hochschule einen großen Vorteil. Ich kann mir auch mal meinen Urlaub ansparen, habe dann 2 Jahresurlaube eben für die großen Wettkämpfe zusammenschieben können. Und das ist schon nicht ohne, das kann man halt nicht immer machen. Nö, das würde ich nicht sagen. Also irgendwas vermissen, man tut ja eigentlich das, worauf man Spaß hat. Und von daher kann man da eigentlich nicht behaupten, dass man irgendwas vermisst. Ja, man ist sicher eine lange Zeit fort, wenn man so einen großen Lauf macht. Aber gerade durchs Internet hat man immer wieder Möglichkeiten, sich mit anderen Leuten in Kontakt zu setzen. Und man hat ja auch dort die Leute, die man kennt, die Freunde, die man hat, die ja auch solche Läufe machen. Ne, es läuft nicht immer jemand neben mir. Aber es ist natürlich so, dass man auch seine Ruhe will. Also man will nicht 70 Tage, 24 Stunden irgendjemand um sich rum haben, sondern man braucht auch ein bisschen Freizeit. Und gerade bei den langen Läufen, wenn man dann in der Halle mit 70 anderen Leuten ist, da ist man auch immer froh, wenn man einfach seine Ruhe hat. Also so Läufe, wie gesagt, sind sehr teuer und das heißt halt sehr, sehr lange sparen. Sponsoren zu finden ist immer schwierig, aber ja, nicht unmöglich, wobei da ist oftmals eher Materialsponsoring anstatt von finanzieller Unterstützung. Es gibt ein paar Ultramarathonläufer, die auch davon leben, beziehungsweise die halt sich dadurch finanzieren. Für mich ist es eigentlich eher uninteressant. Ich habe meinen Beruf, der macht mir Spaß und Laufen ist für mich ein Hobby. Natürlich ist es schön, wenn man da eine gewisse Unterstützung hat, aber es ist nicht mein Hauptverdienst.
Also die Möglichkeit, davon zu leben, wird sicher bestehen. Ich habe mich bis jetzt aber noch nicht darum gekümmert, weil einfach für mich mein jetziger Beruf, der macht mir Spaß. Da verdiene ich eigentlich nicht schlecht mit. Und von daher ist es ein schönes Hobby. Es ist gut, eine Unterstützung zu haben, wie jetzt zum Beispiel von New Line. Aber es muss jetzt nicht so sein, dass ich deswegen meinen Beruf aufgebe und nur noch vom Laufen lebe. Ja, die große Frage, warum? Ich denke, es gibt mehrere Gründe. Es wird auch für jeden verschieden sein. Für mich ist es vor allem, ich möchte was sehen, ich möchte die Welt sehen, ich möchte andere Leute kennenlernen und ich brauche eine gewisse Entspannung. Das heißt, durchs Laufen, durch die langen Etappenläufe lernt man halt Länder, Kontinente auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Man sieht das Land viel intensiver, als wenn man mit einem Auto durchfährt oder eine Bustour macht. Und man lernt natürlich auch bei solchen Läufen die Leute kennen, die dabei sind und die dort einheimisch sind. Und das ist für mich eigentlich so der Hauptgrund. Zum anderen macht es natürlich Spaß, ist eine Möglichkeit, sich fit zu halten. Und von daher passt das ganz gut. Wie soll man sagen, Spaß ist eine Sache, die jeder anders beurteilt. Für mich ist es einfach, wenn ich rausgehe früh, es ist noch vielleicht leicht dunkel, der Tag beginnt gerade, man fängt an loszulaufen, die Sonne geht auf, man genießt den Sonnenaufgang, man sieht die Natur, man sieht vielleicht irgendwelche wilde Tiere, die gerade noch unterwegs sind, Rehe, Füchse, wie auch immer. Und man kann wirklich durch das Land laufen, hat die Ruhe, hat die Landschaft zu genießen und kommt dann irgendwann ins Ziel, kann sich dort was gönnen, was Gutes zu essen, eine Cola, eine schöne warme Dusche und dann den restlichen Tag genießen. Das ist einfach für mich so eine Art Urlaub, Erholung. Ja, die Natur ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, es gibt ja so schöne Kreisläufe, habe ich auch schon gemacht, ist aber für mich nicht wirklich die Erfüllung, weil mir einfach das Ganze dann zu langweilig wird. Das reizt mich wenig. Ich will wirklich Landschaft sehen, ich will was Neues sehen und was Neues erleben. Und wenn man durch ein Land läuft, wenn man durch so einen Mehrtageslauf macht, muss man einfach auch viel mehr konzentriert sein, auf die Ausschilderung achten oder wenn es keine Ausschilderung gibt, eben nach der Wegbeschreibung laufen. Währenddessen beim Rundenlauf läuft man einfach stupide in der Runde und das ist mir einfach zu anspruchslos. Also nicht vom Sportlichen, aber vom Kopf her. Es ist natürlich gerade, wenn man sich Amerika anschaut, man hat die große Prärie. Es ist immer das Gleiche, aber es ändert sich doch. Also ich fand gerade die Zeit auch sehr schön, gerade wenn ich mir überlege, wo wir durch die Mojave-Wüste gelaufen sind. Diese Atmosphäre, wenn man dann so teilweise die Steppe sieht, wenn man dann irgendwann die Prärie sieht und sich so die alten Karl May und Western-Filme überlegt, wenn die einem durch den Kopf gehen, das ist schon eine ganz eigenes Flair, eine eigene Atmosphäre. Ja, es ist natürlich auch eine gewisse Flucht aus dem Alltag, aus dem Alltagsstress. Aber ich denke, wenn ich jetzt nicht das Laufen hätte, dann hätte ich sicher irgendwas anderes. Ich gehe auch tauchen, ich bin bei der Feuerwehr, also man findet irgendwie immer was, um sich auch anders zu vergnügen oder andere Aktivitäten zu haben. Der Sport ist ja natürlich auch eine gewisse Sucht, auch das Laufen ist eine Sucht. Die Frage ist natürlich immer, was ist schlecht, was ist gut. Für mich ist es eine Sucht, ja. Ich sehe es momentan als angenehm, ich sehe es noch nicht als irgendwie belastend, als irgendwie schädlich für mich. Ich hatte bis jetzt noch keine Verletzung durchs Laufen, von daher ist es eine Sucht, der ich gern nachgehe. Also man hat natürlich in der Umgebung mit den Leuten, mit denen man sich unterhält, immer so eine gewisse Akzeptanz, eine gewisse Anerkennung, aber auch ein gewisses Unverständnis. Es ist immer ganz lustig, wenn man zum Beispiel mal mit dem Zug fährt, sich unterhält, mal in ein Gespräch kommt, über seine Hobbys redet und dann so hört, ja, das ist hier richtig cool und Wahnsinn. Und wenn man dann sagt, ja, und jetzt überlegen Sie sich mal, Ihr Freund oder Ihre Freundin würde das tun und ist da 2 Monate unterwegs. Nee, das geht nicht. Also es ist immer so positiv, negativ. Ein gewisses Verständnis ist natürlich da, eine gewisse Anerkennung, Akzeptanz, aber auch irgendwo eine gewisse
Es ist schön, dass es andere machen, aber ich selber oder jemand aus meiner direkten Nähe sollte es dann doch wieder nicht machen. Also ich denke, gerade durch Transeuropa, Transamerika ist natürlich das mediale Interesse gestiegen. Man hat mehr Kontakte, Ansprachen, Interessen, die halt da fragen, die einen darauf ansprechen, die irgendwie mal ein Interview wollen. Dieses Jahr werde ich mich hauptsächlich auf die Meisterschaften konzentrieren. Also das heißt 50 Kilometer Warschau, die 100 Kilometer, die Cross- und Country-Meisterschaft, 6 Stunden, was so im Kreis ist, was aber gerade noch so die Grenze ist, werde ich dieses Jahr wahrscheinlich zeitlich nicht schaffen. Nächstes Jahr habe ich vor, Trans-Taiwan zu laufen als Länderdurchquerung. Das sind 17 Tage, sind 1200 Kilometer, also kurz im Verhältnis zu Transamerika oder Transeuropa, aber dennoch wieder eine Mehrtagestour, ein bisschen was Neues. Ja, das ganz große Ziel ist natürlich Trans-Australien, den gab es schon mal. Damals konnte ich wegen der Schule nicht teilnehmen. Ich hoffe natürlich, dass irgendwann jemand wieder auf die Idee kommt oder sich bereit erklärt, den zu organisieren. Und das ist auf jeden Fall das nächste Ziel. Und sollte irgendwann mal jemand einen Transasien, Transafrika, Trans-Südamerika organisieren, wäre ich dann natürlich auch nicht abgeneigt. Im Gegenteil. Ja, also einfach aufhören möchte ich eigentlich sicher nicht. Ob ich es kann, ja, wenn man muss, muss man. Aber ich sehe jetzt momentan keine Gründe. Und ich glaube, wenn ich mit dem Laufen aufhöre, dann würde ich mir irgendwas anderes suchen. Also wir sind hier in Würzburg. Hier ist auch mein Laufverein ansässig, die LG Würzburg. Heute ist eben Gedächtnislauf, geht um dieses Bombardement von Würzburg, das im Zweiten Weltkrieg, als Würzburg komplett zerstört wurde und die Leute eben von Würzburg raus Richtung Gemünden geflohen sind. Das gibt es als Benefizlauf zum Gedenken an diese Nacht. Und das Ganze geht über 44 Kilometer, hat noch einige Zwischenstationen für die kürzeren Strecken. Und für mich ist das natürlich eine gute Möglichkeit, zum einen für einen Verein wieder zu laufen, beziehungsweise auch mal wieder in der Heimat zu laufen und auf der anderen Seite auch die Leute wieder zu sehen. Ja, für mich ist das für mich ist es aber eigentlich eher ein Training, nachdem ich ja hauptsächlich auf die Mehrtagesläufe spezialisiert bin. Und ja, ich hoffe, die Sonne kommt noch irgendwann raus, weil momentan ist es schweinekalt. Man friert hier ein bisschen, aber gut, hoffen wir aufs Beste.